Hallo und herzlich willkommen zurück. Kämpfer für die Gerechtigkeit. Was wollen wir jetzt machen? Das? Ja. Gruppenzusammenstellung. Sie, Werwig, Sie, Werwig, Sie, Werwig, Werwig, Sie. Ich weiß gerade gar nicht, auf was haben die eigentlich gerade geskillt selber? Ich nehm sie nochmal mit. So. Werwig nein, Krieger nein, Krieger nein. Vivienne. Und unseren Bullen. Kundschafter im offenen Kampf. Inventar, vergessene Glaubensrichtung. Kundschafter, ja, kannst du einen Gegner, der lediglich leichte Rüstung trägt. Und kurze Klinge führt für einen ausgebildeten Chevalier keine große Herausforderung. Im offenen Kampf stellt ein Gegner, der lediglich leichte Rüstung trägt und kurze Klinge führt für einen ausgebildeten Chevalier keine große Herausforderung dar. Allerdings sind nicht alle Kämpfe Duelle. Wenn ihr davon ausgeht, dass euer Gegner dieselben Regeln befolgt wie ihr, seid ihr tot. Der einzige Grundsatz, bei dem sich die meisten Krieger einig sind, lautet, dass es besser ist, nicht zu sterben. Und ein grauer Wächter oder der Leibwächter eines Kaisers könnte sogar in diesem Punkt widersprechen. Was? Oh Gott. Nochmal so hier. Ein Scharmützler wird sich darauf verlassen, dass seine Verbündeten eure Aufmerksamkeit auf sich lenken und dann überraschend zuschlagen. In einer großen Schlacht mit zahlreichen Kämpfern auf beiden Seiten müsst ihr davon ausgehen, dass der Gegner solche Scharmützler in seinen Reihen hat. Sollte, wäre wenn. Das ist manchmal scheiße, dass man nicht alles lesen kann. Ach komm, mach hin. Wir wollen heute noch was machen. Der Herold Andrastes! Lord Asmerel Abanash, es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Das Ganze ist der zweiten Auflösung der wiedergewonnenen Dales nicht unähnlich. Und Lady Vivienne, erinnert ihr euch an den letzten Sommerball? Der Herzog hat uns einander vorgestellt. Natürlich. Wie könnte ich das je vergessen? Der Lordsucher geruht, sich euer Anliegen hinsichtlich der Schließung der Bresche anzuhören. Sozusagen als Zeichen seines guten Willens. Genießt ihr das Gefühl? 10 orlesianische Häuser stehen hinter euch. Ja, noch nie zuvor hat sich jemand einen derart schönen Schein von Brüderlichkeit erkauft. Heute ist ein großer Tag für aufrichtige Partnerschaft und oder vorbehaltlose Unterwürfigkeit. Ja, aber ich nehme an, die Inquisition wird die Hilfe dennoch annehmen. Apropos, ich nehme an, ihr wollt nicht sagen, was den Lordsucher letztendlich für euch eingenommen hat. Wenn ihr es nicht tut, wird es Gerüchte geben. Was meint ihr damit? Der Lordsucher empfängt uns nur, wenn er mit der Inquisition persönlich sprechen kann. Eine ziemliche Überraschung nach dem Streit in Valroyo. Die Inquisition bittet den Lordsucher nur, uns dabei zu helfen, die Bresche zu schließen. Dann soll eure Botschafterin alles arrangieren. Überlasst den Diplomaten das Feld, wenn ihr ihnen vertraut.
Unter uns, die Kirche hat nie einen Nutzen aus ihren Templern gezogen. Sie sollten von klügeren Köpfen geführt werden. Da wären wir, Theron Falls Schanze. Gut zu verteidigen. Sehr schön. Da hat sich beim Bau jemand Gedanken gemacht. Sie scheinen ein Begrüßungskomitee zu schicken. Passt auf, was ihr sagt. Die Lage ist ziemlich gespannt. Gut, dass die Adligen hier sind. Vielleicht haben die Templer ja eine Schwäche für funkelnden Krempel. Der Lordsucher hat seine Meinung über uns ziemlich schnell geändert. Kommt so etwas bei ihm häufiger vor? Die Aristus sind immer nett, wenn es ums Geld geht. Aber ich habe keine Ahnung, was ein Arsch wie er wollen könnte. Ach, das freut. Warum mag ich sie so? Die ist so offen und ehrlich. Alles nur speichellecker, denke ich mal. Adlige? Können wir hier noch mit jemandem quatschen? Quatsch mal hier. Habt ihr schon den Himmel gesehen, Sir Ritter? Natürlich, aber... Hat euer Orden nicht geschworen, ketzerische Magie zu vernichten? Ja, aber... Dann müssen wir wohl etwas gegen die Templer unternehmen, wenn sie diese Bresche nicht schließen. Gegen uns unternehmen? Die Kaiserin von Orlais, meine liebe Frau, hört auf ihren Hofstaat. Oh, Erbauer. Ach Gott. Verzeihung, Lady... Comtesse Duvern. Comtesse, Ma'am. Stimmt es, dass der Herold Andrastes hier ist? Ist er Teil eures Gefolges? Das bin ich. Und ich grüße euch. Im Namen der Inquisition. Verzeiht mir, ich wusste nicht, dass ihr das seid. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so... groß seid. Ihr meint ein Kunari. Wenn Andraste euch als ihren Herold auserwählt hat, bin ich sicher, sie hat keinen Fehler gemacht. Wo ist denn der da grün? Der Vogel? Was ist das? Lilian, kannst du da was machen? Nee, kann ich nur mit. Was ist denn mit dir? Seht euch diesen rausgeputzten Haufen an. Die sind doch zu dumm, ein Schwert zu halten. Warum reden wir mit ihnen? Der Lord da drüben sagt, er steht in der Liste der Thronfolger von Orlais an siebter Stelle. An siebter Stelle? Dann sollten sich die Offiziere mit diesen Damen und Herren befassen. Wo sind sie überhaupt? Darf ich vorstellen? Templerritter Sir Delrin Barriss, zweiter Sohn von Ben Jeffrin Barriss aus Ferelden. Sir Barriss, dürfte ich mir die Freiheit nehmen, euch Lord Esmerel Abanash... Ich war es, der Cullen eine Nachricht zukommen ließ. Er meinte, die Inquisition würde versuchen, diese Bresche ins Nichts zu schließen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in so vornehmer Gesellschaft reist. Barriss, bescheidene Besitztümer, eure Familie. Und nur der zweite Sohn? Das versprochene Ansehen hat das Interesse des Lordsuchers geweckt. Über die Maßen sogar. Der Himmel brennt, doch ihr ignoriert alle Aufforderungen, etwas zu unternehmen, bis eure Freunde eintreffen. Denkt der Lordsucher, die Bresche schließt sich irgendwann von selbst? Falls ja, sagt er es uns nicht. Was der Lordsucher tut, ergibt keinen Sinn. Er hat versprochen, die Ehre des Ordens wiederherzustellen. Und jetzt lässt er uns hier ausharren? Templer sollten ihre Pflicht kennen. Selbst wenn sie davon abgehalten werden. Endlich sagt das von euch Knallschoten mal wer. Überzeugt den Lordsucher. Dann werden alle kampftauglichen Ritter der Inquisition helfen, die Bresche zu schließen. Wenn ihr denkt, dass wir recht haben, vergesst den Lordsucher und helft uns. Das geht nicht. Nicht, solange ihm die Offiziere, die das Konklave überlebt haben, folgen. Uns wurde einiges abverlangt nach dieser beschämenden Vorstellung in Val-Royeau. Unsere Wahrheit ändert sich im Augenblick stündlich. Lasst eure Vorgesetzten nicht warten, Barriss. Es gibt viel zu tun für jene, die dafür geboren wurden. Der Lordsucher hat eine Bitte, bevor er euch empfängt.
Das sind die Standarten. Ein von alters her übliches Ritual. Gewidmet dem Volk, dem Erbauer und dem Orden. Der Lordsucher wünscht, dass ihr das Ritual begeht, um zu sehen, was davon euch am wichtigsten ist. Und wenn ich versage? Es gibt keine richtige Antwort. Das Ritual zeigt den Anwesenden lediglich, wer ihr seid und worauf ihr Wert legt. Es wäre uns eine Ehre, wenn es das ist, was der Lordsucher von der Inquisition verlangt. Nicht von der Inquisition. Der Lordsucher hat alles umgeworfen, um euch zu treffen. Nicht die Inquisition. Euch. Persönlich. Warum? Das weiß ich nicht. Er ist auf euch fixiert, seit euer Tross von Adeligen hier ankam. Der Lordsucher lässt uns Fahnen herumtragen? Tut das nicht. Treffen wir uns endlich mit dem Mann. Verneuerung bittet es eigentlich recht höflich, das dem Ritual zu begehen, anstatt jetzt einfach reinzustauben, den vielleicht dann, aber obwohl das könnte auch Auswirkungen haben, wenn wir das Falsche wählen. Das könnte eh schon falsche Auswirkungen haben, weil wir das Ritual nicht begehen, sondern einfach nur so eine sofort. Wir machen's. Wir werden dem Wunsch des Lordsuchers entsprechen und das Ritual begehen. Sobald ihr das Ritual begangen habt, führe ich euch zu ihm. Sobald ihr mit den Standarten fertig seid, wird der Lordsucher euch empfangen, Herold. Hängt eure Vorhänge selbst auf, Ritter. Wir haben wichtig. Ja, das ist genau. Ich bin krummlich. Innen drin. Ja, sie habe ich noch ein bisschen anders gemacht, aber zwar auch auf Burgen, aber auch mehr. Schlafprüfe, du wirst ein Gegner in Hals, weil du das Gesicht nicht so kurz schlafen. Wenn der Gegner es nicht kennt, kann ich dir ermöglichen, den gegnerischen Angriff und Versuch zu entgehen. Ich habe die mehr hier auf ein bisschen auf Bogen gemacht, so. Ich muss jetzt mal gerade nochmal gucken bei es. Was soll ich sagen? Kriegt ihr überhaupt Rüstung? Okay, Rüstung kann sie nicht anziehen. Waffen, haben wir da irgendwas? Bogen? Den Stapper hier eigentlich anlegen? Nee. Na. Bevor ich es vergesse. Ach, das war's. Aber auch nichts mehr, oder? Zu erledigen. Was will der Lordsucher sehen, Templer? Die Wahl des Herolds, Abanash. Nicht die eure. Flagge des Templers wissen, Flagge des Volkes wissen. Flagge an Traste. Also das Volk ist immer zuerst. Wir müssen ja das Volk schützen. Wir sollten die Magier jagen, die den Himmel geöffnet die Leute, haben. Magier und einfaches Volk gleichermaßen. Der Orden wurde zu ihrem Schutz gegründet. Was? Ich verstehe den Orden nicht. Hoffentlich dient das alles einem höheren Zweck. Ich bin eigentlich mit Andraste überhaupt nicht, ich bin ein Gunari. Andrastes Herold ein Gunari? Nein. Na dann, wenn du das sagst, hisse ich die Flagge. Das macht Sinn. Ich meine, was soll das alles, wenn es nicht um die Leute geht? Ihr setzt auf das gemeine Volk. Eine interessante Strategie. Ich bin sicher, die einfachen Leute würden sich freuen, wenn sie wüssten, dass jemand für sie eintritt. Hä? Wie jetzt? Das geht runter. Andrastes hat einen Kunari auserwählt? Wenn das der Wille des Erbauers ist, dann sei es so.
Ah, okay. Ich meine, sie sind gut und so, aber an erster Stelle... Nein, wir wollen das Volk. Das wäre verloren ohne seine Templer. Schön, dass ihr das erkennt. Das Volk. Warum hat er sie nicht gerettet? Draste kann nichts machen, aber die Templer. So, lass mal's. Wo bist du denn? Ist die Standarten des Templers, ja, Herold. Oder ich lege sie als Teppich aus. Jemand, der von Andraste berührt. Ich hab die Flaggen gehisst, so wie ich es wollte. Die Tradition verlangt, dass ein Teilnehmer des Rituals seine Wahl nun den Umstehenden erklärt. Meine Entscheidungen spiegeln meine politischen Bedenken wider. Warum beginnt ihr dann nicht mit den Templern? Es sei denn, ihr denkt, dazu ist der Lordsucher zu schlau. Ich nehme an, das herauszufinden ist euer Anliegen. Mein Anliegen sind Leute, die eine Rolle spielen. Euer behemmter Haufen stiehlt nicht nur der Inquisition Zeit, sondern auch mir. Das ist untragbar. Der Lordsucher erwartet euch beide. Folgt mir. Schon wieder dieser Nebel. Und so kalt ist es auch. Ihr wart es doch, der gesagt hat, der Lordsucher würde uns an einen besseren Ort bringen. Hätten wir bei der Kirche bleiben sollen? Die Waffen sind doch nichts als kopflose Hühner. Ich warte immer noch darauf, dass der Lordsucher seine ach so tollen Pläne für den Orden enthüllt. Das wird er, wenn die Zeit reifen. Es muss sein, das wisst ihr. Eine Schlacht lenkt man nicht mit einem Komitee. Ohne Glauben habt ihr keine Ritter. Ihr habt... Hauptmann? Ihr habt den Lordsucher erwartet. Er schickt mich, um für euch zu sterben. Hauptmann, Lord Esmeral Abanash. Es ist mir eine Ehre. Das Ganze ist der zweiten Auflösung der wiedergewonnenen Dales nicht unähnlich. Zweifellos erhebt euch euer Rang über solche Dinge. Ein Jammer, dass das nicht mehr Leute erkennen. Das ist also die große Allianz, die die Inquisition anbietet? Lord Abernach, es wäre wohl klug, etwas Abstand zum Hauptmann zu wahren. Ihr und eure Silberzunge. Ich werde euch nicht den Ritter und seinen Hauptmann überlassen. Hauptmann Denham? Der Lordsucher hatte einen Plan, aber der Herold hat ihn durch sein Kommen vereitelt. Das hat zu viele Widersprüche geweckt. Hauptmann, ich will auf der Stelle wissen, was hier vorgeht. Ihr hättet alle verwandelt werden sollen. Jetzt müssen wir die zweifelnden Ritter ausmerzen. Da gebe ich ihm ausnahmsweise... Der Älteste naht. Niemand, dessen Haut nicht rot ist, wird Farrenfall verlassen. Beim Atem des Erbauers. What? Wir müssen den Herold. Der Lordsucher wird jetzt. Was ist das denn jetzt für eine Kacke hier? Wie viele von uns sind verwandelt? Weiß ich doch nicht. Alle verrückt, ey. Kommst du mal hier rüber? Hey. Achso, das ist gerade sehr. Wo bist du denn? Komm zu mir. Ich möchte auch so ein Schild haben. Ich muss mal kurz drehen. Junge, geh mal aus dem Weg.
Er ist immun gegen Verspotten? Drecksack. Aber mach den platt. Lebt der Hauptmann noch? Ja, gebt ihm ein Heilelixier, dann überlebt er vielleicht. Falls er das überhaupt verdient. Wir werden ihn heilen und ihm den Prozess machen, sobald wir seinen Meister gefunden haben. Er verdient unser Mitleid nicht. Der Schlüssel des Hauptmanns. Ich würde den Lordsucher zu diesem Ältesten befragen. Kämpfe dich durch die verderbten Templer. Kann das nicht einfach mal friedlich irgendwas sein? Speerrüstung wäre was für. Nee, Sarah war hier. Okay, doch ne. Na gut, dann lassen wir es so. Es kann nicht einmal friedliche irgendwas glatt laufen. Was sind das für Dinger? Meine. Ach so, es sind ja noch ein paar mehr, oder? Templer, was haben die jetzt? Nähe? Oder Verderbnis? Dass sie was mit der Verderbnis zu tun haben jetzt? Ein Hauf oder noch? Ne, das sieht aus wie eine Bibliothek. Aber steckt nicht, dass die mit einer Verderbnis zu tun haben jetzt. Versiegelte Befehle. Hauptmann Sickwick. Meine Anweisung war unmissverständlich. Während die Offiziere unser weiteres Vorgehen planen, dürfen die Ritter die unteren Kasernen nicht verlassen. Ich werde keine Verbrüderung dulden. Das Ansehen des Ordens hat schon genug gelitten. In Tarinfalls Schanze werden wir zu unserer Bestimmung zurückfinden. Schickt nur die Schuldigen, damit sie ihre Strafe empfangen. Und verlängert das Training um eine Stunde. Wir müssen die Ritter auf das vorbereiten, was kommt. Lordsucher. Lucius Garvin. Alles klar. Ah, okay, Karte. Ich stecke mal, hier hinten rein. Also Tür. Sarah, versuch mal dein Glück. Streitaxt, was haben wir hier? Mal wieder was für uns. Rüstung, Helm. 7 Schaden. Okay, das gibt der Bulle. Der kriegt ja noch das. Eine Axt gab's nicht. Die zwei Herren. Brauchen wir nicht gucken. Na okay, ich mache jetzt hier erstmal Schluss und sage Tschö mit Ö.